ausschlafen, Mama. Ich will noch nicht raus. Was ist los, mein Junge? Ich habe nur eine kurze Nacht gehabt. Du hast eine kurze Nacht gehabt? Ich habe eine kurze Nacht gehabt, ja. Magst du darüber reden? Der Winter ist da. Lüg doch nicht. Du hast Game of Thrones geguckt. Das war eine Referenz, Hans. Mhm. Ja, ich habe Game of Thrones geguckt. Aber ich kann nichts drüber erzählen. Gut. Weil es gibt ja auch andere Leute, die zum Beispiel gerade die Kamera halten, die das auch gucken und die wären mir sehr... Die würden mir den Hals umdrehen, wenn ich dazu irgendwas sagen würde. Daher keine Elefanten. Mit anderen Worten, du hast... Keine Elefanten. Du hast völlig übermüdet in einer wahnsinnig spannenden Regierungskonferenz gesessen. Ja. Ich wollte nur fragen, warum es keine Elefanten gibt. Mhm. Aber... Ich ziehe mich mit meinem Outfit heute der Überwachung. Ja. Ja. Der schwarze Block. Obwohl der ein oder andere mich ja an der Mützenfarbe erkennt mittlerweile. Ja. Könnte es auch ein erfolgreicher Bundesliga-Trainer sein. Also erstmal sagen wir Hallo Herr Scharlach. Mhm. Also im BMBF gibt es einen neuen Sprecher, der noch ein bisschen lernen muss, wie man sitzt und rumlümmelt, wenn die Sprecher vor einem gerade in der Kamera sind. Er ist nicht so dran gewöhnt, im Hintergrund zu sein. Ja, genau. Kann man so sagen. Auf jeden Fall war da ja schon alles Mögliche im politischen Betrieb. Also auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Er war auch mal Kollege. Und weil ich gerade einen Namen richtig ausgesprochen habe, muss ich mich selbst korrigieren. Der passendste Sprecher, den Herr Seehofer seit langem hatte, heißt natürlich nicht Grüne Berge, sondern Grüne Wälder. Eigentlich passt der mehr ins Umweltministerium. Mit dem Namen? Was? Ja, mit dem Namen würde er gut ins Umweltministerium sprechen. Das Gute ist, dass jetzt gar keiner weiß, wie er heißt. Heute kam nichts Aktives von der Regierungsbank. Wir haben also heute eine passive Regierung. Ja. Die Frage ist natürlich, war das nur heute der Fall? Oder ist das meistens der Fall? Gut. Ansonsten ist heute dann typisch ein Montag gewesen. Und irgendwie waren heute alle so ein bisschen schwer. Thematisches Resteessen. Ja, ich habe auch auf dem Weg hierher, hat sich heute mein Rucksack doppelt so schwer angefühlt. Mhm. Obwohl ich nur die Hälfte drin hatte. Keine Ahnung. Jeder hat einen anderen Grund. Hm. Was wir alle teilen, ist das Wetter. Du anderes du Wetter. Lyriker. Anderes Wetter, aber das gleiche Klima. Gibt's in Venezuela. Da kann man jetzt die Deutsche Welle nicht mehr im Kabelfernsehen sehen. Ja. Also die News für mich war, dass es in Venezuela Kabelfernsehen gab. Gewundert habe ich mich nicht darüber. Wenn man sich halt so viel in die inneren Angelegenheiten einmischt dann und ständig irgendwas davon spricht, wer hier die legitimierte Regierung ist, dann braucht man sich wahrscheinlich nicht wundern, wenn man da aus dem Kabel gelöscht wird. Man kann Obwohl das natürlich auch dann der Beweis dafür ist, dass der aktuell Regierende nicht besonders kritikoffen ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, man kann die Möglichkeit, solche Positionen zu äußern, auch als Ausdruck von Pressefreiheit sehen. Wenn diese Möglichkeit, ja, aber vielleicht wollen sie ja auch Propagandafreiheit. Wenn diese Möglichkeit genommen wird, kann man das auch aber als... Aber Fakten zum Thema Venezuela sind ja eh Ansichtssache, das haben wir ja schon gelernt. Ja, aber diese Ansichten soll man dann auch so oder so bitte verbreiten können. Also Schuld an allem ist sowieso die Unbeweglichkeit des Maduros. Hm. Das fand ich heute eine schöne Formulierung. Die Unbeweglichkeit des Maduros.
Danach ging es weiter mit der Lage an der EU-Außengrenze. Mhm. Also irgendwo südlich, manche sagen Griechenland dazu. War heute Thema, weil der Flüchtlingskommissar im Kanzleramt ist. Und wenn man schon mal beim Thema Geflüchtete ist, hat man auch gleich über das EU-Türkei-Abkommen gesprochen. Und das fand Herr Seibert ja erstmal nicht so gut, das durcheinander zu bringen. Hat dann aber, weil es ja jetzt schon 3 Jahre alt ist, gleich nochmal ein bisschen was darüber erzählt, wie toll das war, wie viele Millionen Menschen jetzt eine verbesserte Lage haben, die nicht in der EU angekommen sind. Lululu. Dann ging es weiter, also ganz großes Thema Migration. Mhm. Also Grenzkontrollen zu Österreich waren das nächste Thema. Und immer noch ein Schwerpunkt. Ja? Also die österreichische Regierung, also mit dem muss man mal ein ernstes Wörtchen reden, oder? Mhm. Also das scheint ja, also weiß ich nicht, dass da jetzt noch kein Eklat gab, so viele Unregistrierte, wie die über die Grenze lassen da. Also, wenn ich Frau Merkel wäre, dann würde ich den Kurz mal an die Leine nehmen. Ne? Ja. Oder den österreichischen Bundeskanzler an die kurze Leine nehmen. Ich bin mir nicht so sicher. Also, ich glaube ja eher, dieses Migrationsthema ist Seehofers Sauerstoffzelt. Das erhält täglich seine Existenzberechtigung. Gut. Da, la, 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 la. Dann ging es weiter mit Konjunktur. Es gibt keine Notwendigkeit für ein Konjunkturprogramm und diese Frage stellt sich aktuell nicht. Das lassen wir jetzt mal so wirken und gucken, was der DAX macht. Der DAX verkriecht sich in seinem Bau. Ja. Dann ging es weiter mit Uploadfiltern, Urheberrechtsreform. Da hat Schland jetzt final zugestimmt, allerdings Bedenken ins Protokoll schreiben lassen. Ja. Dann wurde nochmal darauf hingewiesen, dass Artikel 17 ja technologieneutral umgesetzt werden muss. Da müssen wir mal alle hart lachen, die im Internet Sachen hochladen. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt ein Gesetz, dass die Autos die Straße nicht mehr berühren dürfen. Würdest du sagen, sie können doch nicht ein Gesetz machen über fliegende Autos? Und ich sage, habe ich ja nicht. Ich habe gesagt, dass die Autos nicht mehr den Boden berühren dürfen. So ungefähr stelle ich mir das vor, wenn auf der Regierungsbank der Meinung ist, dass das ein technologieneutrales Gesetz ist. Es gibt auch schwimmende Autos. Stimmt. Ja, da gibt es natürlich aber in Artikel 7 habe ich ja noch rein, also in Artikel 13 habe ich reingeschrieben, dass es nicht schwimmen darf und in Artikel 17 habe ich nicht reingeschrieben, dass es nicht aufgehängt sein darf. Aber Artikel 1 ist, es darf den Boden nicht berühren. Ja, Artikel 1 ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Boden darf nicht betastet werden vom Auto. Der Boden ist unantastbar. Der Boden ist unantastbar vom. Und in Deutschland, fürs Protokoll bitte, nicht so viele schwebende Autos. Na? Gut, genug Beispiele. Ihr bringt ja sonst immer hier Beispiele mit Banküberfällen, wo ich dann immer meine Augen verdrehe. Ja, und, ja, weil du noch nie eine Bank erfolgreich überfallen hast. Weil ich mir unsicher bin, ob deine Einschätzung vorher mit dem Staatsanwalt besprochen hast über die Beteiligung des Fluchtwagenfahrers. Ja, deswegen heißt der Film, deswegen heißt der Film Transporter ja auch mittelbar Beteiligter oder sowas, ja? Nein, der heißt Transporter, der Film. Ja. Dein Outfit wäre durchaus Banküberfall geeignet. Absolut, heute. Ne? Mhm. Banküberfall. Ja. Aber auf jeden Fall gab es einen Hilfeschrei von Herrn Seibert, so habe ich das zumindest verstanden beim Thema Uploadfilter, denn er setzt auf Monitoring aus der Zivilgesellschaft. Richtig? Ja. Das fragen wir auf eine Frage von dir. Ja. Hast du das auch so wahrgenommen, dass das so ein Hilfeschrei war? Nein, kein Hilfeschrei. Es war eine Ermunterung an die Zivilgesellschaft. Sie soll sich da mal gefälligst drum kümmern. Das, finde ich, kann man ernst nehmen. Später kam dann noch der Sprecher des Justizministeriums und sagte, in der Erklärung stehe drin, dass 3 Jahre nach Inkrafttreten des Artikels eine Evaluation stattfinden soll. Es wird mir warm hier in der Sonne. Mach weiter, komm. Hilfe, Zivilgesellschaft bitte. Das seid ihr, Zivilgesellschaft. Dann ging es weiter, Software-Updates bei Dieseln. Mhm. Da sind noch nicht alle durch. Nö. Aber warum die noch nicht durch sind, wissen wir noch nicht genau.
Auf jeden Fall sind die meisten schon durch. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Dann kam jetzt, oder vermutlich hat Mercedes auch geschummelt. Aber das ist ein laufendes Verfahren, da wollen wir uns nicht zu äußern. Nein. Zu laufenden also Schummeleien äußern wir zu uns laufenden nicht. Schummeleien werden. Was war hier? Ich sehe meinen eigenen Bildschirm gar nicht. Laufendes Verfahren. BER, also der Flughafen, den wir nicht eröffnen, weil wir es uns leisten können. Ja. Weil es uns völlig egal ist. Wir haben so viele Flughäfen. Yeah. Scheiß drauf, ob jetzt einer noch nicht offen ist. Ja, weil manche sehen das ja immer so als Joke, so nach dem Motto, die Deutschen schaffen nicht mal einen Flughafen fertig zu bauen. Und ihr müsst das anders sehen. Wir können es uns leisten, den Flughafen nicht fertig zu bauen. Was ist jetzt der aktuelle Grund für die weitere Verzögerung? Ja, weil irgendjemand eine E-Mail nicht beantwortet hat oder sowas. Nein. Also zumindest waren Nein. die Ausführungen vom Verkehrsministerium, Infrastrukturministerium ging in diese Richtung. Weil festgestellt wurde, dass falsche Dübel verbaut wurden. Das ist der Dübel-Übel-Flughafen. Nicht Dübel, nicht übel, sprach der Dübel. Nicht übel, ja. Das ist der Dübel. Und verschwand in der Wand. danach ging es weiter mit Masern. Der Minister ist offen für eine Impfpflicht. Ja? Also alle Leute, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen oder sich selbst nicht haben, weiß ich nicht, Zeit auszuwandern, weil demnächst wird zwangsgeimpft. Also jetzt schon mal schnell auswandern. Mhm. Ja. Also dann wäre mir auch geholfen, wenn alle, die nicht impfen lassen, auswandern, dann... Naja gut, also auf jeden Fall gibt es ja noch verschiedene Arten von Pflichten. Also weißt ob du, man da jetzt... Weißt, quasi, du, eigentlich, hm? Weißt du eigentlich, wer auch geimpft wird? Nee. Blauschimmelkäse. Blauschimmel würde, der wird geimpft? Der wird geimpft. Mhm. Infusion, da wird eine Infusion vorgenommen, ne? Ja, da wird der Blauschimmel eingeimpft. Eingeimpft. Mhm. Ja. Ohne dass der Gesundheitsminister darüber auch nur ein Wort verloren hat. Ja. Ich finde, die Landwirtschaftsministerin schon gar nicht. Ich finde das skandalös. Stinkt zum Himmel. Das stinkt zum... Das war ein richtiges Montagskommentar. Ja. Dann... Böhmermann Brand gegen Placement Merkel. Allerdings, weiß ich nicht was. Wer will was? Placement für Sonnenbrillen. Ja, für 10 Euro von der Tankstelle Sonnenbrillen. Ja. Product Placement. Ja. weil ich setze mich immer drauf und verliere die immer und so. Das lohnt sich gar nicht, eine teure zu kaufen. Hm. Aber dann könnte ich vielleicht hier durchgucken. Mach hin. Nein, hab keine Lust, mir von euch die Geschwindigkeit vorgeben zu lassen. Danach ging es weiter mit, also Böhmermann versus Merkel ist Nachfragen sinnlos, haben wir heute. Es gibt jetzt einen O-Ton, Nachfragen ist sinnlos. Ja? Weiß noch nicht, was wir damit machen mit dem O-Ton. Danach ging es weiter mit der Mission Sophia und der Lage in Libyen. Den sogenannten Zentren. Ist die Lage schlimm und wird schlimmer. Ja. Aber was man da jetzt dagegen macht, man trifft sich mit dem Flüchtlingskommissar. Ja. Danach ging es weiter, der internationale Gerichtshof verzichtet auf Anklagen wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan. Ja. Vielleicht, weil die Richter nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Aber das wissen wir nicht genau. Das war auch so eine Frage. Und die Bundesregierung auch, also ja. Was? Ist ja interessant. Gucke ich mal nach. Ja. Meld mich dann vielleicht. Nächste Thema war Reisen von AfD-Abgeordneten. Mhm. Auch kein Kommentar. Ist auch schade, dass die zurückkommen. Ne? Also es ist schön, dass sie irgendwo hinreisen. Aber sie sind doch in der Regel deutsche Staatsbürger. Ja, aber kann dann man denen nicht die Staatsbürgerschaft entziehen? Das ist doch das neue Ding. Nur wenn sie sich einer terroristischen Vereinigung anschließen und ich... Ich fände, das wäre zu weitgehend, die AfD als solche zu. Systemausfall. Da stand Systemausfall drauf. Jetzt haben wir zwar nicht Werbung für Sonnenbrillen gemacht, ja. Also zumindest nicht für bestimmte. Mhm. Hast du gesehen, wer das war? Nee, ich habe nur auf das... Bernd Lucke. Ach, das war Bernd Lucke. Ach, der Besen-Besen-Salz-Gewesen-Typ, ne? Also ja, der ja. Gründer der AfD. Ich wollte doch nur was gegen den Euro sagen. Wo kommen denn die ganzen Nazis her? Ja. Ja, da ist sein System auch ausgefallen. Ne? Ja, gut. Das meint er bestimmt. Mhm. Dann ging es weiter mit der Finanzierung von einem Krankenhaus für Ramstein, also für die Militärbasis. Mhm. Da hat das Auswärtige Amt jetzt endlich im Archiv eine Antwort geschrieben und
gefunden und den Staffelstab weitergegeben zum Innenministerium. Eine Nachfragerecht gab es allerdings nicht mehr beim Fragenden. Aber das Innenministerium hat schon mal bedroppelt geguckt. Dann Grundsteuerreformpläne, denn sonst läuft die aus. Und das geht ja gar nicht. Aber das Finanzministerium möchte das aufkommensneutral machen und bezichtigt Lobbyisten der aktiven Täuschung der Öffentlichkeit. Ist das nicht die Berufsbeschreibung für Lobbyisten? Ja, ich wollte gerade sagen, also könnt ihr die Kritik vielleicht mal so grundlegend weitergeben? Ja? Also ich fand das wirklich, diese Lobbyisten, ja, die täuschen ja die Öffentlichkeit. Unglaublich. Also Zitat Finanzministerium. Danach ging es weiter. Guck mit mal, dem... Guck mal, da kommt schon noch ein Systemausfall. Mach noch mal Werbung. Scheint der Termin ausgefallen zu sein. danach ging es weiter mit dem geordnete Rückkehrgesetz, also dem Gesetzgesetz, mit dem... Mit dem harter Steingesetz. Mit dem die logischerweise... Blauer Himmelgesetz. Mit dem die bisher ungeordnete Rückkehr... Hanziger-Jessen-Gesetz. Mit dem die bisher ungeordnete Rückkehr nun in geordnete Bahnen überführt genau. wird. Sonst bräuchte man ansonsten. Also da gibt es immer noch eine Menge Kritik, aber das Innenministerium ist immer noch total optimistisch, dass das am Mittwoch vom Kabinett so beschlossen wird. Ja, in geordneter Form. Und Rausschmeißerthema war die CO2-Bepreisungsdebatte. Ja. Dann würde ich mal meinen Beitrag leisten, 1.000 Euro. Mhm. Pro Megatonne. Und nochmal 1.000 Euro? Jetzt sind wir schon bei 2. Willst du noch eine Nachfrage stellen? Du hast schon gemerkt, dass ich über Megatonnen geredet habe. Egal. Was? Dann sind es ja 1 Million. Eben. Absolut krass. Ja. Aber ja. Unter 1 Milliarde mache ich es nicht mehr. Tschüss. Ja. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money, I don't even know why.